Wer uns bei Orkenspalter TV kennt, der weiß, dass wir zu den Leuten gehören, die DSA wegen seiner Möglichkeiten für gute Geschichten schätzen und nicht, weil wir große Freunde von dicken Regelwerken wären. Daher waren wir auch von Anfang an von der Idee angetan, Aventurien als Schauplatz für ein Point-and-Click-Adventure zu nutzen, auch wenn dieser Genrewechsel als gewagter Schritt angesehen werden kann. Nun steht das fertige Produkt Satinavs Ketten bald in den Regalen und Daedalic hat uns freundlicherweise eine Preview-Version des Spiels zur Verfügung gestellt, mit der wir uns schon einmal eine Meinung von den Abenteuern des Fallenstellers und Magiedilettanten Geron bilden können. In dieser Version reisten wir mit dem jungen Mann von Andergast durch den Steineichenwald und die Blutzinnen bis schließlich nach Enkri und konnten diese Stadt auch wieder verlassen. Zwar soll an einigen Stellen noch gearbeitet werden, Satinavs Ketten machte bis dahin, bis auf ein paar kleinere Dialogfehler, die das Spiel nicht beeinträchtigten, einen sehr fertigen Eindruck. Auch gab es noch ein paar technische Probleme, bei denen wir davon ausgehen, dass sie noch behoben werden. Bis zum Ende der Preview brauchten wir ca. 6 Stunden. Laut Daedalic haben wir damit etwa die Hälfte des Abenteuers gesehen. Unsere größte Angst war, dass im Gegensatz zu Comic-Adventures wie Aetna oder Deponia das DSA-Spiel der Hamburger etwas dröger werden könnte, dass das schwergewichtige Setting die Gefahr für ein textlastiges und schwerfälliges Produkt erhöht. Doch in dieser Hinsicht wurden wir positiv überrascht. Satinav glänzt durch subtilen, sympathischen Humor und legt bei der Entfaltung der Geschichte eine mitreißende Geschwindigkeit an den Tag, ohne dass dabei die melancholische Grundstimmung auf der Strecke bleibt. Wie geht es dir? Das Spiel transportiert die Stimmung des Schwarzen Auges realistisch, hoffnungsvoll, subtil, episch und oft tragisch und schafft es, das Flair der Welt rüberzubringen, ohne dass einem jeder gleich zu Beginn die Zwölfe zum Gruße entgegenbrüllt oder einem der Hintergrund in mit Pathos übersättigten Intro-Sequenzen aufs Brot geschmiert wird. Die Drakensang-Titel waren gute Spiele, aber als Rollenspiele waren sie der Konkurrenz unterlegen. Neue DSA-Spieler konnten sie kaum rekrutieren. Ihre Versuche, DSA-Feeling aufkommen zu lassen, waren manchmal zu penetrant, was abschreckend wirken kann. Und gerade der erste Teil fuhr direkt zu schwere Geschütze auf, während Teil 2 hier angenehm zurückhaltend war. Satinavs Ketten macht diese Fehler nicht. Wer DSA kennt, fühlt sich zunächst wie in einem guten Aventurienroman. Ja, das ist selten. Wer es nicht kennt, wird nicht mit Fachbegriffen überfrachtet und erlebt in Andergast und dem Orkland ein vertrautes Mittelalter-Szenario. Somit könnte Daedalics Titel tatsächlich beide Zielgruppen erreichen. Technisch erwartet uns so einiges. Alle Hintergründe sind hochauflösend, voller animierter Details und wunderschön gezeichnet. Der Stil passt perfekt zu den bekannten DSA-Illustrationen und Covern. Die Zwischensequenzen sind in einem schwarz-weißen Holzschnittstil gehalten und unterstützen die Atmosphäre auch durch den sehr guten Erzähler und die Musik perfekt. Du kannst mich aber auch Nori nennen. Was guckst du mich so an? Bist du verliebt? Geron und Nuri, unsere Helden, sind zwar um flüssige Animationen zu erlauben 3D-Modelle, was aber trotzdem fast immer absolut homogen wirkt. Die Sprecher der beiden sind auf einem weit höheren Niveau als in bisherigen Daedalic-Titeln, sodass wir ihnen gerne zuhören und auch die Musik ist zurückhaltend und angenehm. Es ist eine Geschichte mit sehr vielen Namen. Geschichten helfen uns auch nicht weiter. Sie reden viel von Blut und Eingeweiden. Tauschen Sie Kochrezepte aus? Sie streiten sich darum, wen Tairach als Made zerquetschen wird. Und wer von denen ist Tairach? Bei einigen wenigen Nebenrollen kam es uns teils so vor, als wüssten die Sprecher, gerade die der Orks, nicht so recht, was sie da eigentlich sagen. Das fällt aber nicht wirklich ins Gewicht. Die meisten Sprecher überzeugen komplett. Bei einem Adventure kommt es aber unserer Ansicht nach vor allem auf 4 Dinge an. Die Story, die Charaktere, die Atmosphäre und die Rätsel. Um die Denkaufgaben zu lösen, die Geron bewältigen muss, stehen uns 2 Modi zur Verfügung. Anders als zum Beispiel bei Monkey Island 2 stellen wir hier nicht die Rätseldichte ein, sondern wählen nur, ob wir die Komfortfunktion nutzen wollen oder nicht. Diese highlighten zum Beispiel alle Hotspots, was ja inzwischen üblich ist, oder zeigen an, ob Gegenstände kombinierbar sind. Pixelhunting oder auch wildes Herumprobieren kann also auf Wunsch entfallen. So oder so sind die Rätsel, soweit wir das nach der Hälfte des Spiels beurteilen können, eher als einfach einzustufen. Anders als in Deponia sind keine größeren Hirnverrenkungen nötig. Geron geht direkt und pragmatisch vor. Die Logik ist immer nachzuvollziehen. Einige Rätsel sind vielleicht auch ein wenig zu leicht. Der Schwierigkeitsgrad scheint sich aber im Verlauf der Handlung zu steigern. In wenigen Fällen fehlte uns ein wenig die meist vorhandene Ingame-Motivation für Gerons Handeln und die Lösung wirkte somit ein wenig erratisch. In seltenen anderen Fällen erschienen uns Puzzles ein wenig weit hergeholt, etwa wenn Geron eine ganze Tür in sein Inventar packen oder ein Wassertropfen auf einem Totenschädel plötzlich so laut sein soll wie eine Orktrommel. Jetzt klingt er laut und hohl, wenn man gegen die Schädeldecke klopft.
Dass wir aber 6 Stunden mit nur einem Teil des Spiels, wie groß dieser Teil relativ zum restlichen Spiel ist, können wir nicht abschätzen, zugebracht haben, obwohl die Rätsel recht einfach sind, ist wiederum ein gutes Zeichen für die Handlung. Für alle, die noch nichts darüber wissen, auf Fallensteller Geron soll ein Fluch lasten, weswegen ein Andergast gemieden wird. Als eine Krähenplage über die Stadt kommt, soll er sich nützlich machen. Sein Lehrmeister Gwindling behauptet, um die Viecher loszuwerden, bedürfe es der Hilfe einer Fee, die er in die Stadt bringen soll. Dies gelingt dem jungen Mann tatsächlich. Doch schon bald wird klar, dass finstere Mächte hinter dem Feenmädchen Nuri her sind und auch Gwindling mit ihr seltsame Pläne hatte. Alles geht offenbar auf eine Heldengruppe zurück, die vor 13 Jahren einen finsteren, verbrecherischen Seher zur Strecke gebracht hatte. Nun werden die Angehörigen der einstigen Gruppe nach und nach ermordet. Um herauszufinden, was vor sich geht und Nuri zu retten, reist Geron mit ihr nach Norden. Zunächst auf der Suche nach einem Feenforscher, dann nach einem magischen Artefakt. Er gerät dabei an Gaukler, Orks, Kobolde und Schmuggler. Auch auf dieser Reise wird ein gutes Bild des nördlichen Aventuriens gezeichnet, ohne dabei zu viele Klischees zu bemühen. Die Story reißt einen spätestens mit, sobald Nuri nach Andergast gebracht wurde, und nimmt sehr bald Fahrt auf, wenn sich die Gefahr verdichtet, die unseren Helden auf den Fersen ist. Sand verronnen ist, wird der Nachthaarige sprechen. Und sein Faden wird reißen. Düsteres Foreshadowing, spannende Szenen mit nicht gerade zimperlichen Bösewichten und eine weibliche Heldin, die so viel Unschuld versprüht, dass man sie auf jeden Fall beschützen möchte, formen eine Geschichte, die einen erst einmal nicht mehr loslässt. Und nachdem unsere Preview-Version mittendrin aufhörte, sind wir sehr gespannt auf das Ende der Geschichte. Unterteilt ist die Handlung in recht kurze Abschnitte, die teils nur aus wenigen Bildschirmen bestehen. Auch dies ist ein Faktor, der die eher einfachen Puzzles bedingt, der aber auch für Kurzweil sorgt. Die Story schreitet so recht schnell voran und hat einige Wendungen parat. Sie muss uns sagen, wo sie sind. Bitte, ich kann euch nichts mehr sagen. Dann können wir sie nicht unversehrt lassen. Nicht nur die Spannung überzeugt, auch emotional funktioniert Satinavs Ketten. Das liegt vor allem an den beiden Hauptcharakteren, die liebevoll und humorvoll gezeichnet sind und deren Beziehung zueinander sich herzzerreißend zu entwickeln scheint. Geron ist als ausgestoßener Magiedilettant leicht sarkastisch und besitzt eine gute Menschenkenntnis. Zu viel Fiebertraumschnaps getrunken? Wenigstens stehe ich nicht stundenlang im Regen herum. Sein Humor ist trocken, teils frech, aber liebenswert. Was machst du da? Der schöne Festschmuck. Ich darf das. Nuri ist eine typische Schelmin, das personifizierte Chaos, weltfremd und immer für eine Überraschung gut. Wie oft habe ich geträumt, selbst ein solches Wappen zu tragen. Du bist aber hässlich. Nuri. Die sonderbare junge Maid pflegt einen interessanten Humor. Auch die Atmosphäre überzeugt nicht nur durch die hübsche Präsentation, sondern auch durch glaubhafte Szenarien und Nebencharaktere, die fast allesamt perfekt nach Aventurien passen. Erneut ohne Klischees zu bemühen, nur die ganz schlimmen Nörgler werden sich vielleicht über einen etwas zu irisch wirkenden Kobold aufregen oder vermissen Auftritte echter DSA-Prominenz, wie sie in den Drakensang-Spielen immer wieder vertreten war. Du bist der Kobold des Feenforschers, nicht wahr? Nein! Ich bin ein Auerhahn! Insgesamt ist die Atmosphäre am ehesten mit dem Beginn der Simyala-Kampagne zu vergleichen. Es ist das Vermeiden von abgenutzten Abziehbildern, das wir Satinavs Ketten mit am höchsten anrechnen, da dies viel Fingerspitzengefühl beweist. Wenn die Story im Rest des Spiels hält, was sie verspricht und auch der Umfang nicht enttäuscht, könnte Satinavs Ketten das aus unserer Sicht beste DSA-Spiel der Neuzeit werden. Ein Boronsrad. Hoffentlich kein böses Omen.